Ich freue mich sehr, Ihnen, liebe weininteressierte Zuschauerinnen und Zuschauer, in meinem ersten Beitrag einen Schweizer Wein zu präsentieren. Gewonnen aus einer Rebsorte, die man vor allem in Argentinien kennt, nämlich Malbec. 100% made in Zürich. Zweifelsohne ein Wein, wo es sich lohnt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Hier im zürcherischen Hönk wachsen auf rund 3 Hektar die Rebstöcke der Familie Zweifel. Auf diesem Fleckchen Erde vereinigt sich alles, was die Limmatstadt ausmacht. Tradition, Innovation, Idylle und Moderne. Die Geschichte der Familie Zweifel geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Ihre Reben sind 1440 erstmals in Hönker Urkunde erwähnt worden. Über viele Jahrhunderte war der Hang zwischen dem Dorf und der Limmat vollständig mit Reben bepflanzt. Anfangs des 20. Jahrhunderts hat in Zürich wegen der Rebenausplage die Weinproduktion an allen Rebenlagen fast vollständig aufgegeben werden. Auch die Rebstöcke am Hönker Killensteig sind nicht verschont worden und mussten gerodet werden. Erst 1986 ist der Hang auf die Initiative von Heinrich Zweifel wieder mit Reben bepflanzt worden. Pro Jahr liefern die Reben etwa 100 Tonnen Trauben, die zu 100'000 Flaschen Wein vinifiziert werden. Die Rebe ist auch schon ein paar Jahre alt. Sie ist 1919 gepflanzt worden und rankt sich ums ganze Haus der Familie Zweifel. Ein schönes Symbol für die Familiengeschichte. In diesen Fässern reifen die feinen Tropfen an. Der Malbec zum Beispiel liegt mindestens ein Jahr im Fässchen. Das gibt ihm dann ein feines Holzaroma. Die Familie Zweifel verkauft aber nicht nur ihre eigene Weine. Sie bietet leckere Schlucke aus der ganzen Welt an. Darunter auch härtere Säfte, wie zum Beispiel Grappa, Whisky oder Tequila. Und natürlich Chips. Die Zweifel sind nämlich auch die mit den Chips. Eine Familie, die sich also ganz und gar der Gaumenfreude verschrieben hat. Die beiden Brüder Zweifel haben sich im Jahr 2003 dazu entschieden, die wenig regionstypische und anspruchsvolle Rebsorte Malbec anzupflanzen. Die Tropfen sind während 12 Monaten im Barrique ausgebaut worden. Das Ergebnis ist ein komplexer und eleganter Wein. Im Glas zeigt sich ein intensives Rubinrot mit so einem funkelnden violetten Schimmer in der Nase. In der Nase ist das Holz präsent, aber dezent und es hat extreme Fruchtaromen. Also ist ein ganzer Früchtekorb. Ich habe hier Kriese, Pflaumen, wilde Brombeere, ich kützle da einem die Nase. Und zu dem allem kommt nachher im Mund noch so eine schöne pfeffrige Note dazu. Er ist schmelzig, üppig und süffig. Schön für sich ganz allein oder dann zum richtig deftigen Essen. Der Pioniergeist und der Mut dieser beiden Brüder hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zu haben ist das Tröpfchen für um die 30 Schweizer Franken Konsumentenpreis. Cheers und bis zum nächsten feinen Rebensaft.